Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Vlog geben. Wir haben jetzt gerade 15 nach 8 oder Viertel nach 8, je nachdem. Ja, warum bin ich so früh wach an einem Samstag? Und zwar kommt jetzt gleich gegen 9, also er meint wohl eher gegen 9, der Tischler. Okay, er hat auch gesagt zwischen 9 und 11, aber er hat gesagt eher 9. Gut, auf jeden Fall denke ich, dass der Tischler um 9 Uhr kommt, um sich das Fenster anzugucken. Ich kann euch mal gleich zeigen, was ich aus Not gestern schon gebastelt habe, weil es einfach so kalt ist. Es hat so gezogen, man konnte sich kaum im Wohnzimmer aufhalten und Heizung anmachen bringt ja auch nichts, weil es kommt ja vom Fenster die ganze Kälte rein. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall schon am Video schneiden. Das erste Video ist schon fertig, das muss ich gleich nur noch hochladen. Das ist dann das Video für heute, für Samstag. Und dann muss ich noch das Video schneiden für morgen und hochladen, weil ich ja später zu Xenia fahre. Ich habe alles hier schon vorbereitet. Das ist Xenias Adventskalender. Und das da hinten sind die Geschenke für Anna. Ja, das ist mehr so halt klamottenmäßig. Und hier hinten habe ich halt noch ein kleines Geschenk. Und zwar habe ich da eine Quietscheente reingemacht. Quietscheente, ich glaube, ihr kennt diese gelben Enten, die man halt in die Badewanne mit reinnehmen kann. Ich hatte die früher auch immer. Ich hatte so viele. Und auf jeden Fall hatte dieses Quietscheentchen solche Flügel, also sollte so ein Engel darstellen. Und ich fand das ganz schön, deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Und sie mag ja solche Spielzeuge. Ja, jetzt heißt das nur noch abwarten. Wenn der Tischler dann da war, muss ich so ziemlich alles einpacken. Und mich dann auch noch schminken. Aber das mache ich dann später, damit mein Look halt nicht bis 16 Uhr scheiße aussieht. Ja. Und frühstücken muss ich auch gleich noch. Da muss ich halt schauen, ob ich jetzt noch auf Pascal warte oder nicht, weil der pennt noch. Also ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen, was Panzertape nicht alles so hinkriegt. Auf jeden Fall habe ich das hier komplett zugepanzertasert, keine Ahnung. Es zieht einfach so krass aus dieser Ecke, so krass. Und du spürst das halt, wenn du hier sitzt. Ich sitze hier eigentlich immer an diesem Platz, deswegen ist ja auch alles so unordentlich, weil ich halt an diesem Tisch einfach alles mache. Ich schneide meine Videos hier, mittlerweile drehe ich meine Videos hier, weil es für mich halt einfach angenehmer ist wegen dem Stuhl und dem Tisch. Das ist halt immer alles griffbereit und ich muss nicht auf dem Boden hocken bei der Kälte. Ja, auf jeden Fall ist das für mich halt sehr, sehr praktisch hier zu sitzen, deswegen haben wir uns damals ja diesen Esstisch hier gekauft. Ich wurde auch schon gefragt, ja, wo waren Sie denn die letzten 2 Jahre? Warum haben Sie das die letzten 2 Jahre nicht gemeldet, seitdem Sie hier wohnen? Ja, Alter, weil wir die letzten 2 Jahre hier kaum in diesem Raum waren. Wir haben jetzt im Frühjahr, das habt ihr ja mitbekommen, im Frühjahr haben wir angefangen, das dritte Zimmer zu renovieren. Und da haben wir uns entschieden, dass wir Pascal seinen Schreibtisch im Wohnzimmer packen. Also beziehungsweise, dass wir ihm einen anderen Schreibtisch kaufen und dann den neuen halt in den Wohnzimmer packen. Dass wir uns einen Esstisch kaufen und dass wir halt das Wohnzimmer auch als Wohnzimmer nutzen. Weil vorher war ich immer im Schlafzimmer. Ich habe nur hier Videos gedreht, wenn dann. Und dann tagsüber. Und tagsüber ist das nicht immer so kalt. Eher am Abend ist das schweinekalt. Auf jeden Fall war Pascal in seinem Zockerzimmer. Und ich war dann im Schlafzimmer oder mal hier zum Videos drehen. Und da fällt das halt einfach nicht so auf, dass es hier halt so kalt ist und dass es hier zieht. Wir haben hier die Heizung auch den ganzen Winter nicht angemacht. Also, okay, doch, maximal, wenn wir mal einen Film geguckt haben. Aber da haben wir uns unter die Kuscheldecke eingekuschelt. Und das ist halt einfach nicht so aufgefallen. Aber wir sind jetzt täglich hier drin. Jeden Tag, immer. Und jetzt spürt man das. Nach 2 Jahren haben wir das erst gepeilt. Vorher haben wir hier die Wäsche hingepackt. Also da, wo der Esstisch ist, da haben wir die Wäschestangen und sowas gemacht, also hingestellt und dort wurde immer die Wäsche getrocknet. Wir haben es nicht gepeilt und jetzt schon. Das habe ich auch dem Hausvermieter versucht irgendwie zu erklären. Ich habe jetzt noch mal was Süßes geholt und zwar hier so eine Pralinschachtel und von Messi irgendwas, was auch neu ist. Und das werde ich dann Xenias Mama geben. Ja. Eine ganz, ganz liebe und ein bisschen Schoki ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Der Tischler war da, hat das Fenster soweit wie es geht repariert, muss aber noch mal ins Schlafzimmer, also nächste Woche. Er muss 2 Fenster reparieren, das Kinderzimmerfenster muss gemacht werden und dann noch mal das Schlafzimmerfenster, weil da wohl auch irgendwas nicht in Ordnung ist. Auf jeden Fall, Leute, die Fenster sind echt alt und scheiße. Und da hinten ist auch schon Pascal und der fährt jetzt gerade den PC soweit runter, nein, löscht alles, ach keine Ahnung, weil seinen alten, wie nennt man das Ding? Den alten Rechner kriegt
nämlich Nikita. 35% bei wollte gerade sagen, 9 Stunden. Nee, bei 3 Stunden, ne? Ja, seit 9 Uhr, ne? Seit 9 Uhr, ja. Hoffentlich bist du auf 100% um 14 Uhr. Safe nicht. Ich raste dann aus, wenn es safe nicht. Ich habe dir das gestern schon gesagt, dass du das machen sollst. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt irgendwie so ein kleines bisschen sehen. Ich habe mein Handy auch versucht, irgendwie so aufzustellen, dass man mich ein bisschen sehen kann. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Xenia. Ich habe ja gesagt, ich muss an die 60 Kilometer zu Xenia fahren. Ja, es regnet draußen. Ich habe das perfekte Wetter erwischt. Ich bin circa ein paar Minuten irgendwie so nach 2:30 bin ich losgefahren, weil ich noch nach Neuss musste. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich nochmal einen Schnelltest mache. Natürlich kann ich einen Schnelltest auch zu Hause machen. Aber ich bin, das muss man bedenken, kein Profi. Ich kann zwar dieses Stäbchen in meine Gehirnzellen noch umstecken. Ob es am Ende dann richtig war oder nicht, das weiß ich nicht. Und ich glaube, jemand, der sich damit auskennt und das täglich macht, der kennt sich damit auch ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall war ich dann da, das ging auch alles recht schnell. Ich bin nach Neuss gefahren, weil ich an Neuss auch vorbeifahre. Hätte ich jetzt bei uns irgendwo einen Mörs gemacht, dann wäre es für mich größtenteils nur ein Umweg gewesen. Und Neuss ist halt auf der Strecke zu Xenia, weil ich fahre immer zu Xenia Richtung Aachen ab. Auf jeden Fall, jetzt regnet es noch mehr. Auf jeden Fall war aber soweit alles gut negativ, wie ich es mir gedacht habe. Trotzdem sicher ist sicher, bei Xenia sind heute ein paar mehr Leute da, weil einfach anders Geburtstag nachgefeiert wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon gleich. Struggle ist gleich ein bisschen da. Wir haben ja den alten Monitor, den Rechner, da keine Ahnung, wie man den nennt. Den Rechner, glaube ich, haben wir von Pascal ja so gut wie es ging auf Null, also zurückgesetzt. Allerdings war das schon 6 Stunden dran, Leute, und der war erst bei 63%. Bei 63%, 6 Stunden lang, Alter. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den einfach dann abzustöpseln und habe dann Xenia angerufen und habe gefragt, ob es bei ihr irgendwo die Möglichkeit gibt, weil sie ja so viel besucht hat, dass man den irgendwo anschließen kann, damit der weiter halt, ich hoffe, ihr könnt mich hören, damit er halt irgendwo weiter sich zurücksetzen kann, weil wie gesagt, auf 100% hätte er gemusst, war aber leider erst bei 63. Deswegen muss er wieder angeschlossen werden, weil Pascal will natürlich auch, dass seine ganzen Daten einmal gelöscht werden und die Bilder und so weiter und so fort. Deswegen ist mir das persönlich wichtig, dass ich selber sehe, dass das Ganze auf 100% läuft. Ja, gut, ich lenke mich jetzt hier nicht weiter ab, sondern ich fahre jetzt vorsichtig mit Gottes Hilfe zu Xenia. Leute, schaut euch mal an, den Kuchen von Anna. Xenia heult fast. Voll schön. Wir haben jetzt soweit gegessen und gleich gibt es Kuchen. Ja Leute, ich sag euch das jetzt einfach gerade raus, so wie es ist. Ich bin jetzt wieder zu Hause und genauso wie ich aussehe, fühle ich mich auch. Also mir geht es soweit eigentlich gut. Ich fühle mich nur echt schlapp und müde. Ich habe jetzt nochmal 2-3 Stündchen zu Hause geschlafen. Ich war ja bei Xenia. Und es ist sehr spät geworden, sehr, 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 sehr spät. Alle haben sehr wenig geschlafen. Ich habe kaum geschlafen. Ich fühle mich bei der Xenia eigentlich immer sehr wohl und kann immer sehr, sehr gut schlafen bei ihr. Ich fühle mich bei der Xenia auch immer wie zu Hause, also naja, schlimm, wenn nicht. Ich fühle mich bei der Xenia nie, als wäre ich Gast, sondern so halt, als wäre ich zu Hause. Wenn ich meine, ich muss jetzt zum Beispiel was trinken, dann trinke ich was. Wenn ich jetzt meine, ich muss was essen, dann esse ich was. Ne, wenn ich jetzt irgendwie Concealer schief hängen habe, Eyeliner schief hängen habe, dann gehe ich einfach ins Badezimmer und benutze ihre Schminke. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, trotzdem bin ich heute Morgen sehr, sehr früh losgefahren, weil ich noch nach Neuss musste. Ich musste dann nämlich noch was erledigen und ich wollte nicht, dass es so spät wird. Ich war auch dann gegen 10 Uhr erst zu Hause, weil ich musste auch eine Stunde nach Hause fahren. Und wir wollten eigentlich heute mit Pascal noch ein bisschen was machen, aber das haben wir jetzt auf nächste Woche verschieben.
verschoben, weil geht nicht, geht nicht. Ich bin noch viel zu müde, viel zu schlapp und sowas. Ich werde jetzt auch nicht mal mehr was kochen. Ich fühle mich eigentlich nur so schlapp, weil ich müde bin. Das ist der einzige Grund, ja. Ich werde heute nichts kochen. Wir haben jetzt gerade bei Lieferando bestellt. Und ja, ich habe mir jetzt gerade einen Salat bestellt, weil ich habe gestern kreuz und quer gegessen, Leute. An die Russen oder, ja, an die Leute, die halt einen Tisch machen für eine ganze Fußballmannschaft, wenn es irgendeine Feier gibt. Die wissen ganz genau, wie das dann abläuft am nächsten Tag, nämlich mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil man isst das, dann isst man das nächste, dann isst man wieder das nächste. Dann, wie bei mir, kann man auch Fisch essen und danach Kuchen und von Kuchen wieder auf Fisch und von Fisch wieder auf Kuchen. Nebenbei wird noch was getrunken, also deswegen bleibt es heute bei mir bei einem Salat. Und Pascal hat die Schnitzel mit Pommes bestellt. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Ja, Leute, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Oder aufgefallen ist wohl eher. Ich habe gerade das Video geschnitten. Ich habe nämlich nur für Samstag geschafft zu schneiden. Auf jeden Fall kommt gleich das aufgebrauchte Video online. Ich habe vergessen, tatsächlich ein Ende zu drehen. Das ist mir noch nie passiert. Mir ist noch nie passiert, dass ich vergessen habe, ein Ende zu drehen. Ich kann mir das nicht erklären. So, ich mache schon mehr wie ein Jahr YouTube. Also ich vermute eher, dass mein Handy einfach aufgehört hat zu filmen, weil das war auch ein ganz, ganz komischer Cut nämlich. Den hätte ich so nämlich nicht gemacht. Ich denke einfach, dass mein Handy sich gedacht hat, ja, pff, kein Bock mehr auf dich. Ich bin ja sowieso momentan so sauer, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich habe mein Handy vor 4 Wochen schon mittlerweile bestellt. Vor 4 Wochen habe ich mir das Starlight-Handy bestellt, also iPhone 13. Und die Leute, die einfach dieses schwarze Handy bestellt haben, wie heißt das, Mind9 oder so, keine Ahnung, Mind9, ja, ihr wisst, was ich meine, die haben einfach ihr Handy alle schon bekommen, weil die Farbe schwarz wohl eher vorhanden ist als die Farbe weiß. Egal, ich bleibe jetzt stark, ich will nicht stornieren, ich warte jetzt einfach ab, irgendwie wird mein Handy ja bald auftauchen, weil das Handy, was ich jetzt habe, mein iPhone 11, gibt langsam den Geist auf. Zum Beispiel, wenn ich filme, dann rattert das irgendwie ganz, ganz komisch immer. Ich glaube, das habt ihr auch gehört oder hört das, glaube ich, die ganze Zeit schon. Und das ist irgendwie jetzt schon Manko bei mir an meinem Handy. Deswegen freue ich mich einfach, wenn mein neues Handy kommt. Oh, Leute, ich warte schon darauf, bis ich wieder richtig flüssig und schön filmen kann. Aber bis das passiert, müssen wir uns erstmal mit dem hier abgeben. Weil ich will mir jetzt nicht extra eine Kamera bestellen. Weil die wird dann eh in der Ecke landen, wenn das iPhone 13 kommt. Und ich habe die Kamera schon zurückgeschickt. Wäre jetzt ganz schön blöd, wenn ich die nochmal bestellen würde, oder? So, meine Lieben, ich bin jetzt auch schon im Bett. Ich habe jetzt nicht das Essen gefilmt. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ja, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Und dann sage ich gar nichts, genau wie im Video. Also, Alina, du musst einfach nur zugeben, dass du ein bisschen zu viel gesoffen hast. Und dann ist ja alles gut. Ja, wie wir Russen sind, wir haben eine Menge Wodka getrunken. Und natürlich, was ich da auch nicht zugebe, hatte ich am nächsten Tag, ich hatte keinen Kater. Kater hatte ich nicht, ich habe keine Kopfschmerzen oder sowas gehabt. Also ich war nur krass, 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 krass müde, weil ich halt wirklich maximal 2 Stündchen geschlafen habe. Und deswegen sehe ich da halt auch so aus, wie ich aussehe. Ja, ich kann jetzt mein Gesicht leider nicht mehr filmen, weil es hier halt dunkel ist im Schlafzimmer. Deswegen beende ich das Video jetzt so. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Meine lieben Menschen da draußen, ich würde mich mega, mega über ein Däumchen, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Schaut mal, wie ich da gucke. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.